Guten Tag und herzlich willkommen zurück in Männerlords. Wir haben beim letzten Mal haben wir in Auftrag gegeben, dass dieses Häuschen zu einem Level 2 Häuschen, so wie dieses oder ähnlich wie dieses, aufgewertet wird. Mit einem richtig schönen festen Dach. Und nicht nur diesem Reetdach. Und das wird jetzt passieren. Demnächst. Außerdem haben wir natürlich, warten wir weiterhin darauf, dass wir hier vorne genug Futter drin haben, damit der Hans hier am Markt stand, am Futterstand auf dem Markt, nicht ganz so weit laufen muss. So, jetzt hat er ein Brot reingelegt. Jetzt rennt er wieder hier runter und holt sich hier wieder ein Brot ab. Nehme ich zumindest stark an. Ja, deswegen brauchen wir eben hier mal ein bisschen Futter, damit er zumindest nicht jedes Mal so weit laufen muss, ne? Für Fleisch kann er zumindest dann nach hier laufen, das passt ja ganz gut. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt mittlerweile hier das Gatehouse bauen können. Nö, es geht einfach nicht. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Und wir müssen natürlich auch noch immer die Steuern müssen wir zahlen. 337 days until paid. 336 days until paid. Waren das nicht mal weniger? Minus 5. Ach so, jetzt sind wir bei minus 5. Your personal money. Can be used for diplomatic purpose. Wir brauchen. Tja. Wie komme ich an die Tax ran, an die Steuern ran, beziehungsweise an mein persönliches Geld, damit ich die Steuern bezahlen kann. Minimum Settlement Level Medium Village enables tax collection in the region. Medium Village. Ach, wir können unser Dörfchen sogar umbenennen, das wäre gut. Machen wir aber nicht, Reichenfurt bleibt. Medium Village. Current Settlement Level. Medium Village. Eigentlich passt das alles. Männerhaus. Geht nicht. Geht nicht, weil, sagt uns das Spiel nicht. Geht vermutlich nur im. Das Einzige, was wir machen können, ist hier diesen Wall, ne? Den können wir bauen. Warte mal. Wir bauen einfach mal hier den Wall. Okay, den können wir aber nicht. Warte mal, können wir. Okay, wir können ihn nur komplett abschließen. Provides entrance to the Bailey. Bailey Wall, Männerhaus. Gatehouse, wir können das Gatehouse einfach nicht bauen. Da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt. So, wir haben hier. Ach, schade. hier hängt der Zaun drin. Okay, das funktioniert noch nicht so ganz. Ja, gut, so kleine Bugs dürfen eben sein, ne? Haus müsste ein Stückchen weiter hier stehen. Ja, gut. Aber ist ja letzten Endes nicht so wild. Aber es ist ein Riesenhaus, ne? Mann, du. Schick. Das gefällt mir auch sehr. Gut, so. Dann müssen wir mal gucken, was können wir denn jetzt noch alles machen. Hier wird einigermaßen eingelagert. Hier 1 von 15. Es bleibt halt immer bei 1 von 15, ne? Jetzt hat sie sich das wieder weggenommen. Der Hans kommt einfach nicht nach. Wo ist er aktuell? Ah, er kommt gerade. Vielleicht sollten wir die Granary irgendwo hier platzieren. Warte mal. Dann haben wir zwar längere Wege hier von der Bäckerei aus und so.
Aber wir müssten dann eigentlich... Moment. Wir können sie gar nicht woanders platzieren. Weil hier was drin ist, ne? Mist. Na gut, dann... Dann eben nicht. Ansonsten hätte ich sie, glaube ich, nämlich hier vorne eher platziert, damit wir da ein bisschen... Damit der Hans nicht so weit laufen muss. Okay, aber wir können theoretisch können wir massig Häuser aufwerten. Wir können das ja mal nach und nach machen. Werten euch nochmal auf. Dürfen wir nicht, weil... Achso, hier ist wieder nur eins. Welches ist es? Wahrscheinlich das hier, ne? Nee. Das hier auch nicht. Mal draufklicken. Das hier ist es. Zack. Werten wir auch das einmal auf. Wie gesagt, wir müssen aber ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass wir irgendwann wirklich zu wenig Futter haben. Und Fuel vor allem nimmt ab. Und zwar massiv. Also nicht massiv, aber zu schnell auf jeden Fall für meinen Geschmack. Ja. Bärchen können wir uns auch sammeln. Hey, give us a hand over here. Schmeißen wir da mal noch jemanden rein. Dann gibt's ein paar Bärchen mehr. Es ist witzig, ne? Wie hier ständig ready to upgrade und dann nimmt sich wieder einer das Essen raus. Das ist schon passiert. Und schon sind sie nicht mehr ready to upgrade. Das ist echt der Hammer. Gut, unser... Das alte Spiel, unser Jäger ist... voll. So, du machst hier ganz alleine oder wieder was? Du bist hier ganz alleine unterwegs. Das könnte schwierig werden. 2 von 25. Wen haben wir denn da? Hier hinten rennt noch jemand rum. Was machst du so? Ach, du kommst jetzt gerade und willst helfen. Ah, da kommen noch mehr. Sehr gut. Wie sieht's bei den anderen Feldern aus? Barley müsste ja eigentlich angebaut werden. Freunde? Wo seid ihr? Crafting? Würdest du bitte einmal dich um das Feld kümmern? Halt so die Frage, ne? Machen sie dann hier auch wirklich das, was sie sollen? Weil ich habe ja jetzt hier beim letzten Mal, habe ich ja hier eine bestimmte Area festgelegt. Und zwar hier. Die Frage ist halt, muss diese Area nur die Felder berühren, damit sie bestellt werden? Oder muss das Feld komplett in dieser Area sein? Die Größe kann man ja nicht verändern, oder? Doch, Steuerung. Steuerung, Mausrad, dann vergrößern wir das Ganze mal. Machen wir mal so. Aber ich meine, hier hinten funktioniert es ja auch, ne? Hier oben. Hier haben sie auch angefangen. Moment mal. Vergrößern wir hier aber selbst nochmal. Zack, so, jetzt passt es auf jeden Fall. So. Steuern minus 5 noch immer. Da weiß ich auch nicht, wie ich da rankomme. Wie komme ich denn an unser eigenes Geld? Unser persönliches Geld. Geld haben wir ja, aber eben. Kein persönliches Geld. Trade Overview bringt uns halt auch nichts. Da versuche ich mich mal auch schlau zu machen nach dieser Folge, ob ich da eventuell irgendwie herausfinde, wie wir an unser eigenes persönliches Geld kommen. Schauen wir mal. Mensch, schaut euch an, wie das hier mittlerweile aussieht. Ist das nicht cool?
die Wolken und so, ne? Heieiei. So, wir lassen weiter schön schnell laufen. Hier vorne passiert auf dem Feld einiges. Bin mir allerdings nicht so sicher, ob die schnell genug sind hier. Auf dem Feld passiert einiges, hier passiert gar nichts. Wieso nicht? Wo sind sie alle? Also jetzt mal ganz ohne Spaß. Friedlein, was machst du hier? Wieso fängst du nicht an? Hm? Zwei von 25. Threshing Priority Medium. Low. Machen wir mal auf Low. Dass sie immer erstmal hier unterwegs sind. Der scheint da dreschen zu wollen, kann es aber irgendwie nicht. Wir machen es mal genauso, dass sie immer erstmal auf dem Feld unterwegs sind und danach dann dreschen. Ich hoffe mal, dass das passt. So, warte, wo ist er jetzt hin? Was? Hatten wir hier nicht Fellow eingestellt? Wann haben wir das denn jetzt brach liegen lassen? Über den letzten Winter, glaube ich, ne? Hm. Na gut. Nee. Haben wir das jetzt hier brach liegen lassen? Ich glaube irgendwie nicht. Ehrlich gesagt. Naja. So, nächstes Haus hier vorne. Schick. Sehr, sehr, sehr schick. So, hier vorne ist wieder einiges voll. Du bist voll. Na, jetzt ist wieder klar. Jetzt wird wieder alles voll, weil wir hier jetzt die meisten Menschen auf dem Feld haben. Assigned, ja, okay. Farmer, Hunter, Hunter. Warte mal. Hunter, Hunter, Hunter? Hab ich... Nee. Moment. Drei Hunter? Seid ihr eine Familie? Ihr seid höchstwahrscheinlich eine Familie, ne? Ja. Okay. Ihr seid eine Familie. Daran liegt es. Hier 36 Leute sind es mittlerweile. Das ist eine ganze Menge. 14 Monate. Fuel wird weiterhin weniger. Wir haben nur noch 18 Monate. Heißt, wir müssten überlegen, hier eventuell auch ab und zu nochmal jemanden reinzuschmeißen, ne? Beziehungsweise zu hoffen, dass da mal ab und zu jemand ihm unter die Arme greift. Mal kurz gucken, wen wir hier wo zugewiesen haben. Hier ist dauerhaft jemand zugewiesen, die Forester hat. Die können wir, glaube ich, mittlerweile mal wegnehmen, den Menschen. Und dass die Familie dann woanders hilft. Hier kommen ab und zu mal Leute. Er hat wieder was hier reingelegt, der gute Hans, und rennt wieder los und gleich nimmt sich jemand wieder was raus hier. Können wir eine Priorität setzen? Nein, können wir nicht. Da können wir halt echt nichts machen, ne? Soll halt irgendwie zusehen, dass er mal hier was rausholt, aber das, da hat er keine Lust drauf, wie es aussieht. Beziehungsweise müssen wir darauf hoffen, dass hier eben auch mal was anderes eingelagert wird, außer Fleisch. Damit wir dann eben hier dem Hans ein bisschen was verpassen können von dem ganzen Futter. So, was wird hier gemacht? Ihr grabt noch immer um, ihr seid noch immer am Pflügen. Na, ob ihr das dieses Jahr noch schafft hier? Vielleicht habe ich auch wieder ein bisschen... Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben, was die Feldgröße angeht. Da muss man auch erstmal ein Gefühl für bekommen. Er arbeitet hier auch alleine. Ja, wir müssen... Wir müssen eindeutig mehr Bewohner haben. Dafür brauchen wir aber auch wieder mehr Essen und mehr Fuel vor allem.
Ich würde aber trotzdem sagen, wir versuchen es einfach mal. Wir setzen hier einfach mal noch eine Familie hin. Von hier. Bis nach hier. Bis nach... Von mir aus auch bis da. So. Hier müssten doch fast sogar zwei hinpassen, oder? Können wir jetzt mal ganz ohne Spaß, können wir von hier rumgehen? Oh, oh, nee, stopp. Wir können hier die drei setzen, wir können leider, nee, was? Okay, das kann so aber nicht richtig sein, oder? Dass das hier dann mit im Grundstück ist? Warte mal. Okay, das muss ein Bug sein. Hier möchte ich behaupten, haben wir einen Bug. So, wir können hier und wir können hier so rüber gehen. Dann haben wir aber hier nur eins. Und von hier... Nee, es geht nicht. Wir können tatsächlich nur so... So schräg rüber könnten wir machen. Bis nach hier haben wir auch nur eins. Hm. Vielleicht andersrum. Vielleicht fangen wir mal hier an. Nach hier. Nach dort. Und hier zieht das dann schief. So ist auch nicht schön. Test Nummer 3. Was ist, wenn wir jetzt hier so rüber gehen? Hier in die Richtung. So. So. Okay, das sind dann... Das ist wieder zu wenig. Da können wir auch wieder nicht... Wobei brauchen wir letzten Endes auch nicht. Ne? Wir können... Ja, machen wir das so. Ziehen wir hier noch einen Weg durch. Und zwar möglichst nah hier entlang. So. Und hier und dann einmal hier rüber. So, und dann werden wir auch nochmal hier einen Weg lang ziehen, würde ich sagen. Oder? Nee. Nee, lassen wir. So, dann müssten hier zwei Häuser, beziehungsweise drei Häuser könnten hier sogar hinpassen, ne? Mal testen. Wir könnten nur so fürs nächste Mal von hier bis hier, also das nächste Mal, wenn wir bauen wollen... Bis hier und das geht nicht. Weil wir zu wenig Resources haben. Aber dann hätten wir drei. Ja, das würde gehen. Okay, wir haben zu wenig Resources. Kein Problem. So, wir sind im Juni schon und ihr habt noch immer nicht angepflanzt, ne? Position aus? Auch nichts los. Das ist eine Nullnummer. Das ist ein schlechtes Jahr, was unser Getreide angeht. Das sieht nicht so gut aus. Und hier klauen sie ihm die ganze Zeit das Essen. Das ist unfassbar. Oh ja, doch. Hier haben sie es sogar fertig gekriegt. Und hier nicht ansatzweise. Hier tatsächlich nicht ansatzweise. Wie viel Mehl haben wir? Wir haben 276 mal Mehl. Okay, ihr seid am Bärchen sammeln, das ist gut. 37 Bärchen sind da noch. Das ist nicht mehr so viel. Hier wächst auch unser Barley. Hier machen wir Flex. Nächstes Jahr machen wir dann Emma. Hier machen wir eigentlich Emma, aber hier ist halt nichts los. Hier macht niemand was. Wieso auch immer. Irgendwie keine Lust, ne? Hier die Family. Hier hilft eben auch keiner. Hier lassen wir jeden helfen. Hier werden wir mal rausnehmen. Okay. Hier aus. Hier macht auch jeder mit.
Brunnen sind auch gebaut, ne? Ja. Die sind auch fertig. Okay, eigentlich passt es alles ganz gut. Oh, eigentlich wollte ich das hier noch loswerden, aber... Das werden wir dann los, wenn wir... Wenn wir hier tatsächlich die Grundstücke anlegen. Ja. Ach, hier haben wir mittlerweile ein bisschen Mehl. Toll. Brot wäre besser an der Stelle, ehrlich gesagt. Ja, ich frage mich aber trotzdem, wo gerade die ganzen Leute unterwegs sind. Zwei sind unassigned. Warte mal. Schmeißen wir hier mal noch einen Menschen zusätzlich rein. Eine Familie. Hier haben sie es ja tatsächlich geschafft. Nur hier unten eben gar nicht. Aus welchem Grund auch immer. Hm. So, 14 Monate Essen, 17 Monate Feuerholz. Mit dem Feuerholz, das ist nicht so... Das ist nicht so der Hit. Naja, aber noch passt's ja, ne? Jetzt gerade haben wir auch keinen Bau mehr im Auftrag. Heißt, eigentlich müssten jetzt alle überall so ein bisschen helfen. Wenn der ein oder andere ein bisschen Freizeit hat. Na gut, gucken wir beim nächsten Mal weiter. Ich habe das Gefühl, wir kommen so langsam ans Ende dieser Demo. Allerdings... Gewisse Dinge haben wir eben noch nicht gebaut. Vor allem bauen können hier. Das hier, das ärgert mich weiterhin. Da versuche ich mich mal jetzt zu informieren. Und dann weiß ich vielleicht in der nächsten Episode etwas mehr Bescheid. Was wir auf jeden Fall aber machen können beim nächsten Mal ist hier eine Schaffarm bauen. Das werden wir machen beim nächsten Mal. Und nebenbei mal schauen, was hier so passiert. So, und dann gucke ich mal, ob ich das hier klären kann, das Problem mit dem Gatehouse. Also, Leute, vielen Dank fürs dabei sein. Wir sehen uns das nächste Mal hier in Manor Lords. Tschüssi.